Yo, Peace, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf Doggy3DL. Es geht wieder los, die nächste Folge Rap Talk. Gebt euch diese Folge Rap Talk, meine lieben Freunde. Gehen! Der Rapper AK außer Kontrolle ist meiner Meinung nach ein sehr cooler Rapper, sehr talentiert, muss leider das Land verlassen. Er hat nämlich bei Instagram ein kleines Bild gepostet, ja, worin steht, dass er bis zum 30.05.2019, also sprich in genau einem Monat, Deutschland verlassen muss. Ja. Er hat jetzt hier vom Landesamt Bürgerordnungswidrigkeiten oder Angelegenheiten Berlin ein Schreiben verfasst. Ich werde es euch auf jeden Fall jetzt gerade einblenden, Freunde. Das ist, glaube ich, jetzt der zweite Rapper, der jetzt so eine Abschiebung bekommen hat. Ich finde es ziemlich traurig, dass man so ein... Ich meine, der macht doch, der arbeitet, der ist doch nicht mehr kriminell, Freunde. Wisst ihr, was ich meine? So, in dem Post steht jetzt kein genauer Grund, warum er das Land verlassen muss. Also er hat bis zum 30.05. die Möglichkeit, nochmal das Ganze ein bisschen zu widersprechen, glaube ich. Mit Anwälten, dies, dat, um das Ganze nochmal ein bisschen hinauszuzögern und vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, anders auszuhandeln. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht aus. Ist auch hier eine krasse News, Freunde. Das ist wirklich eine Angelegenheit, die ist real. Und das sollte man auf jeden Fall mehr tolerieren als so ein Fake-Beef jetzt. Ich sage jetzt keinen Namen, wer solche Fake-Beefs macht. Es gibt auf jeden Fall im Moment ein paar. Oh, shit. Ja, Freunde, das war's mit diesem kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, das Thema, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr Like da lässt, wenn ihr vielleicht auch euch ein bisschen mit diesen Kommentaren ein bisschen redet, ja, ein bisschen was reinschreibt, würde mich freuen. Ich habe in den letzten Monaten wirklich so viele Videos produziert und kaum Kommentare. Das ist wirklich sehr schade. Schreibt mir ruhig eure Kommis rein und würde mich freuen. Bis demnächst. Peace out. Peace out.